Regionalbahn Leipzig hat den nächsten Rückschlag bei der Suche nach einem möglichen Ersatz für den verletzten Linksverteidiger Marcel H. Alstenberg einstecken müssen. Wie der KICKER berichtet, befassten sich die Roten Bullen mit der Personalie Benjamin Hienrichs von Bayer Leverkusen, doch der 20-Jährige sagte den Sachsen ab. Dabei wäre ein Wechsel für den jungen Nationalspieler durchaus attraktiv gewesen, hätte er doch in Leipzig sehr gute Aussicht auf einen Stammplatz gehabt, zumal er auf beiden Abwehrseiten agieren kann. In Leverkusen muss Hienrichs derzeit hingegen mit der Rolle des Edelreservisten Vorlieb nehmen. In allen drei Ligaspielen des neuen Jahres wurde der Abwehrspieler von Trainer Heiko Herrlich nur als Joker gebracht. Zu wenig für dessen Ambitionen, zumal er noch auf einen Platz im deutschen Weltmeisterschaftskader hofft. Hätte Bayer 04 Hienrichs Verkauf zugestimmt? Bisher hat Hienrichs 14 Ligaspiele in der aktuellen Saison bestritten, von denen er aber lediglich 7-mal in die Anfangsformation berufen wurde. Der dreifache Nationalspieler besitzt in Leverkusen noch einen langfristigen Vertrag bis 2022 und wäre angesichts eines Marktwerts von 12 Millionen Euro auch nur für eine stattliche Ablösesumme zu haben. Fraglich ist allerdings, ob Bayer 04 seinem Defensiv-Allrounder, der in der eigenen Jugend ausgebildet wurde, überhaupt die Wechselfreigabe erteilt hätte. Zumal Regionalbahn Leipzig für die Werkself ein direkter Konkurrent im Kampf um die heiß begehrten Champions League-Plätze ist, den man nicht mit eigenen Spielern stärken will. In Leipzig werden außerdem Jannis Horn vom 1. FC Köln, der aber ebenfalls nicht zu haben sein dürfte, sowie Christian Pedersen vom Zweitligisten 1. FC Union Berlin als Halstenberg-Ersatz gehandelt. Bayer Leverkusen. Trotz Stammplatzaussicht. Hienrichs gibt Regionalbahn Leipzig einen Korb. Bewerte diesen Beitrag.